So etwas kann ein schwer bewaffneter Tempelritter auf keinen Fall zulassen. Die Magd muss vor ihrem Peiniger gerettet werden. Drum, auf in den Kampf. Euer Blut wird meiner Klinge gut wund. Komm doch. So, komm. Der Bösewicht lässt sich nicht lange bitten, schlägt sofort zu, so wie es ungezählte Rittersagen überliefern. Mit groben Eisenschwertern dreschen die Gegner aufeinander ein. Allerdings, jeder Hieb ist einstudiert. Alles nur Spiel. Die beiden gehören zu einer Gruppe junger Leute, die sich jedes Wochenende irgendwo in der Pfalz trifft. Diesmal auf Burg Landeck bei Klingenmünster. Ich gewähre euch Schutz. Publikum haben sie dabei normalerweise nicht. Höchstens zufällig schauen mal ein paar Wanderer hin. Und die sind erstaunt. Ich finde es sehr interessant, dass sie sich dafür interessieren, überhaupt an die frühere Zeit mal anzuknüpfen und nachzuspielen, wie es gewesen ist. Bei den Kampfspielen allein bleibt's nicht, denn die Ritter und ihre Mägde tauchen noch tiefer ins Mittelalter ein. Deshalb kommt nur das ins Körbchen, was der Wald hergibt. Sie lieben's vegetarisch. Gezwungenermaßen. Gingen sie auch noch mit Pfeil und Bogen auf die Jagd, bekämen sie's schnell mit dem Förster zu tun. Am gemeinsamen Lagerfeuer. Die Rittersleut haben ihren Streit beigelegt, genießen selbstgebrauten Met und freuen sich aufs Essen. Im Gepäck Tonkrüge und Holzgefäße. Zurück zur Einfachheit. Doch gerade das macht die Faszination aus. Ich finde das Ritterleben toll. Das Leben, wie die Leute damals gelebt haben, wie sie ein bisschen zurechtkommen, ohne die heutigen Hilfsmittel, ohne Gabel, ohne Herdplatten, ohne elektrisches Licht. Das finde ich super. Das macht mir Spaß. Ihre Leidenschaft fürs 13. Jahrhundert entdeckten die sechs jungen Leute beim Würfeln am heimischen Wohnzimmertisch. Ein Mittelalter-Rollenspiel hat es ihnen besonders angetan. Als Ritter mit festgelegten Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmalen bekämpften sie sich auch hier schon, allerdings nur auf dem Papier. Spielleiter Stefan Hensel war das zu wenig. Gemeinsam mit seinen Freunden ersann er einen Weg, das Spiel noch spannender zu machen. Die Szenen denkt er sich deshalb jetzt direkt vor historischer Kulisse aus. Setzt hier Ideen aus seinen Büchern in echte Abenteuer um. Währenddessen verfeinern die anderen ihre Ausrüstung, knüpfen an 13 Kilo schweren Kettenhemden. Die erste Variation, die war natürlich falsch gewesen, muss man wieder auftrennen. Und dann haben wir es nach alten Wikingerbüchern, nach Fotos von Ausgrabungen, habe ich es dann angefangen. Und dann viel zu wesentlich leichter, das neue Kettenhemd zu bauen, wie es jetzt hier ist. Da muss ich wehren können. Mit all dem Kampf und seiner Vorbereitung haben die Frauen nicht viel zu tun. Sie müssen Gemüse putzen, kochen und ihre Ritter bedienen. Sind sie wie die Mägde im Mittelalter nur geduldet? Also wir tragen auch unseren Teil dazu bei und ich denke, der ist auch nicht unerheblich, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich der produktive Teil von der Gemeinschaft sind, während die anderen, naja, zu ihrem Vergnügen kämpfen. Für ein Leben auf der Burg recht moderne Ansichten. Und neuzeitlich ist denn auch die Wahl des Reisemittels. Nach dem Ritterwochenende geht's mit dem Auto in Richtung Heimat. Aber nur, weil's mit dem Pferd eine beschwerliche Tagesreise von Klingenmünster bis Böhl-Igelheim wäre.